Hey Orfei, was geht ab? Wahrscheinlich sind wir gerade bei deiner Abschlussfeier, wo wir uns weigern, die Maske abzunehmen. Oder wir sprechen mal wieder über Aristeia. Bist du dir da wirklich sicher? Verzeih, falls es nicht so ist, Flamme. Die Jahre verkleben in unserem Kopf. Ah ja, schätze, das gehört zum Los von euch, Seherin. Die Zeit ist ziemlich sprunghaft, was? Rotes Chaos, grüner Wandel. Als die Pentasart uns Magie gab, vermischte sich beides. Eins lebt im rechten, das andere im linken Auge. Und das verursacht diesen Zeitschluck auf, verstehe. An diesem Punkt habe ich wohl gefragt, ob ich deine Augen sehen darf. Du vergibst uns, wenn wir ablehnen. Hoffen wir. Als Seherin bist du also was? So eine Art oberste Aufklärere? Du siehst, was auf uns zukommt? Wir sind Spionagespezialisten. Ja, Fernaufklärung gehört zu unseren Aufgaben. Du überzeugst Zendara zum Beispiel, dass sie dich den Pfad beschreiten lässt. Das liegt eigentlich in der Vergangenheit. Aber Kirken meinte, du könntest auch die Zukunft sehen. Theoretisch. Die Hälfte der Zeit. Was? Wir wissen zum Beispiel, dass du irgendwann deinen Pakt mit den niederen Feldbestien brechen musst. Ist das ein Code? Klingt wie ein Code. Vielleicht, aber Devin ist unser Code-Spezialist, also frag ihn. Warte. Nein, das tust du nie. Dann wäre das erledigt. Nettes Gespräch, Orfei. Selko. Schickt einfach Sandrax Vorhut nach Hause und schafft direkt die Auswahl. Bei euch sieht das so leicht aus, Sir. Bitte, nennt mich jetzt nicht so. Ihr seid jetzt ein Unsterblicher, Sir. Das Protokoll muss befolgt werden. Nein, jedes Mal, wenn ihr das sagt, klingt es einfach komisch. Wir werden es beide überleben. Ich muss jetzt los. Ich wollte euch nur unbedingt gratulieren, bevor ich gehe. Geht noch nicht. Ich kenne hier sonst kaum jemanden. Lichtlose und Magni treten eher nicht gemeinsam auf, Sir. Ist auch Protokoll. Was? Nein, ihr seid Captain. Nur weil ihr keine magischen Kräfte habt, dürft ihr nicht hier sein oder was? Ihr solltet überall hingehen dürfen. Nur auf dem Schlachtfeld. Diese Veranstaltung ist etwas zu sehr für euresgleichen bestimmt, wenn ihr versteht. Nein, tue ich nicht. Ich war noch nie so. Und das mochte ich immer an euch. Wirklich. Aber wir haben keine Zeit, die Geschichte. Eine gute Nacht, Sir. Habt ihr gewiss verdient. Hey! Nicht jetzt, Eingeweihter. Oh, in Ordnung. Klar, Kirken meinte, ich solle versuchen, das Eis zu brechen und alle kennenzulernen. Haben wir das nicht bereits getan? Doch, aber das war voll ätzend. Wird jetzt nicht anders sein. Geh und genieß deine Party. Wird sicher für lange Zeit die letzte sein.
Botschafterin Dämmerly. Lange nicht gesehen. Zu lange. Die Glyphe der Unsterblichen steht euch, Jack. Irgendwie schon, oder? Was macht ihr hier so weit weg vom Hof des Nordens? Da ihr jetzt Magnus des Ordens seid, kann ich es wohl nicht mehr geheim halten. Der König hat mich als Beraterin ins Palafon berufen für seine Zeit der Abwesenheit. Ihr seid aufgrund der Abwesenheit des Königs hier? Das verstehe ich nicht. Sandraks Belagerung der Hauptstadt wird immer schlimmer. Die Lichtlosen haben keine Vorstellung. Die Krone hat Kirkin sogar schon Sonderbefugnisse erteilt. Das Palafon ist jetzt Regierungssitz von Lucium? Dann ist Lavenry fast gefallen. Hat sie mir nie erzählt. Der Norden ist bald für uns verloren, Jack. Der König versteckt sich. Es überrascht mich sehr, dass ihr als Kirkins Vertrauter nicht informiert wurdet. Kurios. Ich muss los, Botschafterin. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam. Hast du mich nicht auf dem Pfad sterben sehen? Genau das meinte ich. Du warst der Kandidat, der grauenhaft zermalmt wurde von... du weißt schon. Ich weiß. Grauenhaft, oder? Immerhin nicht so schlimm wie bei meinem letzten Auswahlversuch, als ich in eine Treibsandgrube gefallen bin, kopfüber. Mein Gleichgewicht und mein Optimismus waren ziemlich lange angeknackst. Wenn ich nie wieder ersticke, ist das noch zu früh. Unglaublich. Ah, verstehe. Dir wurde erzählt, dass man bei der Prüfung sterben kann. Das erzählen sie jedem Neuling. Es bringt einen in Stimmung. Es schärft die Sinne. Damit ich das richtig verstehe. Du kannst verstümmelt, erstochen, verbrannt werden oder in den Tod stürzen. Und der Pfad? Du wurdest beschwindelt, mein Freund. Gut fühlt man sich nicht danach, falls es dich tröstet. Diese schaurige Stimme im Kopf, die dir beharrlich zuflüstert. Du bist wertlos. Das ist hart. Ich glaube es nicht. Andererseits, warum einen talentierten, gut ausgebildeten Magnus in eine alberne Todesfalle treiben, wenn er auch bei der Eroberung eines Hügels an der Front sterben könnte? Ein schlechter Tausch. Und ja, auch ein dämlicher. Und dämlich ist Kirkin wirklich nicht. Also was? Der Pfad lässt dich einfach auferstehen? Der Pfad ist eine Zwischenwelt mit seinen ganz eigenen Regeln, wenn du gerade in ihm bist. Aber hallo. Verschwendest du seine Zeit durch Sterben? Spuckt er dich mit Eierschleim im Gesicht wieder in der Vorhalle aus? Wo sind meine Manieren? Glückwunsch zu deinem Erfolg, Jack vom Haus der Beschenkten. Das Königreich ist besser dank dir. Ich bin Magister Grease vom Haus Belming, dreimaliger Auswahldurchfaller und großer Bewunderer deiner Taten. Es ist eine ganz besondere Ehre, dich kennenzulernen. Also dann, Belming, ich muss los. Flamme? Nettes Gespräch, Orfey. Wie jetzt? Das ist mein Quartier?
Das war ein Tag. Guten Morgen, Jack. Morgen, Sir. Ich glaube, ich habe im falschen Zimmer geschlafen. Das hier ist ziemlich groß und extravagant. Du gewöhnst dich dran. Komm in den Tresorraum. Wir müssen deine nächsten Schritte als Unsterblicher besprechen. Mach ich.